Hallöchen Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Rebel Galaxy. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt großartig in die Hauptmission nochmal einsteige, kümmere ich mich erstmal ein bisschen um mein Konto. Hab mal die eine oder andere Mission angenommen. Ich hoffe, dass wir das ordentlich hinkriegen und nicht wieder hier jetzt direkt am Anfang auf den Sack bekommen. Wir sind jetzt mittlerweile in einem anderen System angelangt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie schon nicht so ganz übel sind. Aber, boah, die gehen ja jetzt gerade. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei den richtigen Missionen aussieht. Da könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird, aber das kriegen wir alles schon noch hin. Ich wollte übrigens auch gerade mal gucken, ob ich mir... Ich habe ja jetzt viel mehr Türme als bisher, ob ich da eventuell ein bisschen was investieren kann. Aber Leute, ey, das ist so teuer. Das glaubt ihr gar nicht, wie teuer so neue Waffen sein können. Also, bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir unser Schiff mal ein bisschen aufrödeln können. So, den Trader rufen wir mal kurz, vielleicht hat er was Gescheites für uns. Ja, gleich mal 30.000, kriegen wir hin. Keine Ahnung, wie viel wir dafür im normalen Markt bekommen würden, aber so what. Und wir machen es gleich auf dem Weg da nach dieser Nebenmission. Ich bin gespannt. Die war mit 40.000, glaube ich, dotiert. Oh, ist schon ein ganz ordentlicher Preis, wie ich finde. Aber mir geht es jetzt vor allem auch erstmal darum, mich ein bisschen an mein neues Schiffchen zu gewöhnen. Ist ja doch ein bisschen ganz anders als unser bisheriges Schiffchen. Ziemlich globig, ziemlich pummelig, bisschen langsamer. Aber ich glaube, damit kommen wir ganz gut zurecht. Hüstel. Komm schon, lass mich pusten bitte. Danke. Ich hoffe, dass ich es nicht direkt schrotte bei der ersten Mission oder sowas. Das wäre ärgerlich, aber Gott sei Dank gibt es Safe Games in dem Spiel. Bin mal gespannt, was hier jetzt in dem System Average bedeutet. Ob wir gleich fürchterlich auf den Sack bekommen. Oder ob es wirklich Average ist und ist eigentlich alles ganz okay. Ich lasse mich überraschen, sagen wir es so. Guten Tag. Was haben wir hier? Und da geht's schon los. Liebe Waffenplattform, geh mir nicht auf den Sack. Oh, die hält ordentlich was aus. Alter Falter. Was müssen wir hier überhaupt machen? Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Soll ich die einfach kaputt machen, die Station, oder? Was sollen wir hier tun? Ne, da hinten sind Leute. Ups. Vielleicht hätte ich gar nicht auf die Station schießen sollen. Ah ja, schießt nur auf mich. Viel Spaß. So, den Sabertooth haben wir. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, was wir überhaupt machen sollen. Moment. Also, was sollen wir hier tun? Das hier. Gentalos Traders are being attacked directly. Rescue our friends and destroy the Interloopers. Alles klar. Ach, da hinten kommen Leute. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, was hier gerade passiert. Die geben mir ganz schön auf den Sack. Ich muss mal kurz meine Schilde sicher holen lassen. Meine Seite drehen. Alter, wie die es mir einfach nur dreckig geben. Das gibt's doch gar nicht.
sind nur ein paar Iron Claws. Die können doch nix. So, Nummer 1 ist weg. Nee, Nummer 2 ist weg. Das ist schon der zweite. So, der ist auch weg. Aber wir sind noch lange nicht durch. Oh mein Gott. Da hinten kommt doch noch so ein großer, fetter Pott. Aber der kommt schon von alleine zu mir. Ich warte mal einen Moment. Und tot. Wie sieht's bei dir aus? Da müssen wir noch näher ran. Feuer. Schön auf die Nase vorne. Schild ist weg. Ja, so gefällt mir das. Hat er keine Chance. Und wieder auf die Nase. Kabutz. Yes. Das hat sich rentiert. Aber wir haben auch ein bisschen Schaden genommen. Das finde ich nicht so gut, aber was sollst du machen, ne? Bringt ja nichts zu heulen. Diese verkackte Beam-Plattform da. Was passiert denn? Können wir eigentlich die Station da kaputt machen? Warum treffe ich die denn nicht? Kann ich da docken? Nee. Kann ich dich kaputt machen? Oh, ho, 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 die schießt auf mich. Finde ich nicht gut. Den zerstören wir. Ist mir egal. Weil die können uns gerade keinen Schaden geben. Deswegen nutze ich das jetzt einfach mal kurz aus. Und jetzt kannst du vergessen, ich komme nicht mehr durch denen ihre Schilde durch. Ich glaube, wir verabschieden uns einfach von hier. Da kann ich eh nichts mehr rausbekommen, oder? Oder was bekommt man, wenn man eine Station zerstört? Bekommt man dann alle Waren, die da drauf hängen, oder was? Aber die ist viel zu gut gesichert. Was soll ich da machen? Meine Schildbuster sind aufgebraucht. Ne, komm, das ist mir jetzt zu blöd. Wir haben noch ein paar andere Missionen zu erledigen. Da hinten ist noch eine schöne. Die gibt auch so um die 40.000. Wie viel Geld haben wir denn gerade auf dem Konto? 132. Ja, die meisten Waffen, die wir jetzt so brauchen könnten, oder auch die Schilde, die kosten alles so um die 200, 300, 400.000. Also es wird langsam richtig, richtig teuer, wenn man was Gescheites kaufen will. Ach ja, das liebe Geld. Sparen müssen wir auf jeden Fall. Das heißt aber, wir müssen auch Missionen machen, sonst kommen wir nicht voran. Ich hatte ja gesagt, ich will eigentlich nur 40 Folgen davon machen, aber ich glaube, ich mache auf jeden Fall mehr. Es gucken zwar nicht so viele Leute, aber ich habe da ziemlich viel Spaß mit dem Spiel. Auch wenn es manchmal sich ein bisschen zieht, wie jetzt zum Beispiel, aber das ist ganz gut, einfach mal zum Zwischendurch so ein bisschen abschalten und dann auch ein bisschen die Zeit aus dem Auge verlieren und so weiter. Hat schon was Beruhigendes manchmal. So, was haben wir denn hier? Guten Tag, lieber Transponder. S-A-S-D-D-A-W-W. Not negotiable, we had an agreement, bla bla bla. Making the pickup is your lookout and we bla bla bla. Haben wir wohl gerade irgendwas Schönes gefunden. Vielleicht gucken wir uns dann irgendwann mal wirklich auf der Karte um. Ob da mal was Gescheites bei ist. Fällt gerade auf, ich habe keine Ordonnanzwaffen mehr, also keine Schildbrecher. Und jetzt fliege ich in den Battle at Nyberg Point. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber das kriegen wir schon geschissen. War zwar gerade nicht ganz ohne der Kampf, aber da habe ich mich auch ein bisschen doof angestellt. Ach du Kacke. Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Hilfe. Wir haben ein bisschen Hilfe.
Auf jeden Fall müssen wir unsere Flakkanonen ordentlich bemühen. Sonst kriegen wir ein Problem. Hier und da ein paar Kommandoschiffe. Meine Schilde halten. Alles andere interessiert mich gerade auch nicht so ganz. Ich versuche mich mal neben den zu bringen. Warum treffe ich den denn nicht? So, Nummer 1 ist weg. Langsam drehen. Und jetzt hole ich mir die Hammerhead. Wobei, nee, erstmal die Bomber, oder? Ach nee. Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Okay, die Hammerhead ging schnell. Das Thema hat sich erledigt. Schnell noch ein bisschen Munition eintraktorstrahlen. Einfach feuern, ungerichtet, einfach drauf. Wir sind direkt nebendran, das passt schon. So, sogar noch Bounty kassiert. Können wir den rammen? Ah, ne, hat nicht geklappt. Und die kleinen Schiffchen, na gut. Die zerlegen sich schon von ganz alleine. Passt. War doch recht einträglich. Und ich habe es mir schwerer vorgestellt. Also das war jetzt echt easy. Da hatten wir schon wesentlich schlimmere Sachen. Eine EMP-2-Flak haben wir noch bekommen. Da vorne liegt noch ein bisschen Cargo rum. Die holen wir uns auch noch schnell. Gib Stoff. Eventuell muss ich mir doch einen anderen Booster kaufen. Also ich habe ja immer noch den anderen Booster, langsam Beschleunigung und dafür dann hohe Endgeschwindigkeit. Das ist für das Schiffchen nicht so ganz optimal. Bei dem brauche ich es tatsächlich eigentlich andersrum. Viel Boost am Anfang und dann von mir ist auch etwas weniger später. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Jetzt könnte ich mich natürlich noch auf den Weg zu diesen Transponder-Koordinaten begeben. Da ist dann auch gleich die Hauptmission in der Ecke. Ich muss noch kurz einen Schluck trinken. Ich habe noch nie so eine Transponder-Koordinate angeflogen. Eventuell kann man dann ein ordentliches Schnippchen schlagen. Mit viel Geld, mit viel Profit. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ich frage mich aber jetzt aber eigentlich nur, was erwartet mich da zur Hölle? Ich fliege mal ein bisschen drumrum um die Hauptmission. Ich will ja nicht rausgezogen werden. Och komm. Warum tust du das? Warum machst du das, ha? Huh? Hast auch eh keine Chance. Alleine zu denen noch. So lächerlich, warum hat er das gemacht? Was hat er denn für... Ah, okay, er ist nicht alleine. Aber ich wollte gerade sagen, was hat er denn für Scans gemacht, dass er denkt, er würde gegen uns anstinken können? Okay, jetzt kommen ein paar rein. Jetzt kommen doch ein paar mehr rein. Aber es sind nur Sabertooths. Tooths. Schön mit F, Sabertooth. Wird gerade schon ein bisschen schwieriger. Aber wobei. Ist das ein gegnerischer Pott, der da hängt? Nee, das ist ein Freund. Gott sei Dank. Das Riesenvieh. Ich glaube, das ist ein Leviathan. Der gehört aber quasi zu uns. Jupp. Der hätte mir jetzt sogar noch geholfen. Und schnell weiter. Ich will das mit dem Transponder-Koordinaten eigentlich jetzt noch schaffen. In dieser Folge. Irgendwie so richtig schnell im Warp ist das Ding nicht, kann das sein? Ist das langsamer? Kann ja eigentlich nicht sein. Hab ja dieselben Hyperraum oder denselben Warp-Antrieb drin. Oh mein Gott, wo sind wir denn hier gerade durchgekommen?
Da vorne bei dem kleinen Planeten. Rechts von uns ist die Hauptmission. Ich bin gespannt, was da jetzt auf uns wartet. 100 pro eine ganze Flottille. Aber vielleicht habe ich auch Glück. Das ist einfach ein Dead Drop. Okay, da sind jetzt einfach... Da sind jetzt einfach ein paar... Ja, Waffenplattformen. Den salvage ich jetzt mal. Alles mitnehmen. Passt schon. Alles mitgenommen. Muss gleich mal gucken, was ich da gerade bekommen habe. Es gibt ja so eine kleine History, aber scheiße, die kann ich nicht mehr einsehen. Passt, aber ist egal. Was habe ich denn da gerade aufgesammelt? Das war da drin, Gold war drin, glaube ich. Wahrscheinlich das Intellectual Property, ich weiß es gerade nicht so ganz. Bisschen Geld haben wir bekommen. Ja, passt schon. Für keine Arbeit ist das doch nicht schlecht. Ich fliege jetzt noch zu der Station. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Wo sind wir denn hier reingeraten? Mach mich einfach vom Acker. Und tschüss. Jetzt hat sich der Booster, der langwierige, aufbauende Booster doch gelohnt. Da bin ich ganz gut entkommen, aber halt für kurze Schübe ist der echt kacke. Bitte seine Station, wo wir da gerade hinfliegen. Ja, perfekt. Nicht direkt in den... Oh! Ich wollte gerade sagen, nicht direkt in den Zerstörerkesseln. So, schnell docken. Jetzt verkaufen wir noch unser Zeug. Und erst reparieren. So, Zeug verkaufen. Ja, Geld. Boah, da gibt es sogar 12.000 hierfür. Hammer. Saugut. 215.000 haben wir. Was gibt's hier für Missionen? Wenn's hier so viel, wenn die hier so viel Geld haben. Ohohohoho. 100.000. Wir sollen uns auf eine große Nummer, große Anzahl von Fightern vorbereiten. Die nehme ich an. Das hört sich ziemlich cool an. Das hier nehmen wir auch noch mit. Narco-Interdiction, also gegen Drogen, finde ich gut. Und ich würde sagen, das Ganze nehmen wir in der nächsten Folge in Angriff. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.